Herzlich willkommen zum heutigen RRO TV Talk. Als Gast begrüßen darf ich die sogenannte First Lady oder auch die Grand Dame im internationalen Weltfußball in der FIFA, nämlich die Christine Botta-Salzmann. Herzlich willkommen, Christine Botta-Salzmann. Man darf schon sagen, so speziell die Nummer 1 im Fußball in Sachen Damen und Weltfußball, die Grand Lady oder die First Lady. Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Klar, es machen die Jahre uns viele Jahre jetzt dabei, aber Judo kann ich selber noch nicht, also immer noch nicht, so muss ich sagen. Es ist eine Grand Dame, es sind sicher nicht viele Frauen, wir sind nach wie vor, sagen wir mal, das FIFA-Team inzwischen ist halb-halb, aber sonst im Fußball sind in der Administration jeweils halt schon wenig Frauen, darum ist man da schnell einmal so alleinig, nur über ein Ding. Wie um Himmels Willen kommt so eine junge Dame, eine attraktive Dame in die Männerdomäne drin? Das ist schon sehr speziell, faszinierend auf eine Art. Das ist eine lange Geschichte. Ja, lange Geschichte. Eigentlich eine lange, eine kurze Geschichte. Sage ich immer, mein Curriculum hat auf einer Seite Platz. Nein, ich wollte immer Sport etwas machen. Ich habe früher selber viel Sport gemacht. Natürlich von daheim aus haben wir immer Sport gemacht. Und mein Ziel war eigentlich Sportlehrer. Ich hatte Verletzungen, konnte nicht die Prüfung zu Bern nicht abschliessen. Von daher bin ich dann eben zwischen mal auf der Bank gelandet, der Schutz. Aber es hat mir nicht gepasst. Ich wollte einfach etwas mit Sport machen. Es ist mir immer daran gelegen. Ich habe selber nach wie vor viel Sport gemacht. Und dann habe ich mich beworben, in Bern im Skiverband. Und der Skiverband hat mich nicht wollen, aber ich habe irgendwie ein bisschen gepokert damals. Und weil ich inzwischen eben eine Referenz hatte von Sepp Blatter. Und der hat der aber mir eben damals gesagt, ich soll das Dossier an FIFA schicken. Und das habe ich damals gemacht und das ist jetzt 25 Jahre her. Und habe verschiedenste Sachen gemacht im Haus. Ich habe wirklich alle möglichen Abteilungen durchlaufen, von der Spedition bis heute, wo ich bin. Du bist heute Direktorin vom Executive Office of the President. Was für Funktionen machst du konkret? Also meine Aufgabe ist eigentlich, es ist noch schwierig zu erklären, es sind natürlich tausende Sachen. In erster Linie sicher die direkte Zusammenarbeit mit dem Sepp Blatter und dem Präsident. Und das ist, sagen wir mal, ich bin so ein bisschen der Filter, wenn man so will sagen, im Haus. Also es kommt alles, was ich kommt, was an den Präsident adressiert, ist jetzt einmal so grob erklärt. Kommt zu mir, ich tue das anschauen. Ich kann heute durch die Erfahrung das Zeug teilweise schon für uns verteilen und sagen den Leuten, was sie machen sollen. Wenn ich gar nicht mehr erst dem Präsidenten zeige. Also ich mache das direkt. Dann gibt es natürlich dann die Verbandsgeschichten, Verbandssachen, die ich dann mit dem Präsidenten bespreche. Es ist auch intern, bin ich inzwischen natürlich fast ein bisschen 111 geworden, weil es sind viele neue, junge Leute inzwischen da. Wo ich einfach sage, die Board ist offen, ich bin da, um das weiterzugeben, was ich lernen und machen konnte. Und natürlich das grosse Netzwerk, das man hat in so vielen Jahren, die ganzen Leute, die man kennt, kann man natürlich sehr viel unterstützend wirken, so in einem Verband. Und das macht nach wie vor sehr, sehr viel Spass. So ein Verband, so eine Männerdomäne. Es gibt zwar jetzt auch Weltfußball mit den Damen, in einer Teifenliga, da ist es vielleicht etwas einfacher geworden für dich als Frau in der Männerwelt. Trotzdem ist es schwierig, sich da durchzusetzen als Frau. Also ich habe das nie so erlebt, weil ich das eigentlich auch nicht wollte, mich durchsetzen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nie emanzipiert, also ich war emanzipiert, aber bin nie eine Emanze, wie man sagt. Weil ich immer gesagt habe, Frauen haben ihre Rolle. Und das habe ich nach wie vor. Ich bin in einem Management, für sich auch Männer und mich jeweils in all diesen Anlässen. Aber ich bin ein bisschen so erzogen worden, wie daheim. Ich hatte zwei Brüder daheim und mein Papa viel unterwegs. Also von dem her, ich habe ich mich immer gleichwertig gefühlt. Ich habe gar nicht das Gefühl, ich müsse mich da behaupten als Frau. Weil ich ja eigentlich andere Aufgaben hatte. Ich habe vielleicht hast du mal ein bisschen den Häufchen farbiger gemacht von den Männern. Aber hast du auch das Verständnis irgendwie mit der Zeit halt für die Männer. Also für mich macht es keinen Unterschied. Und ich bin auch immer toleriert worden und akzeptiert worden in den Kreisen. Weil ich mich einfach so bin, wie ich bin. Und da eigentlich keinen grossen Unterschied machen. Frauenpower, das ist alles gut und recht. Ich bin auch dafür, dass man mehr Frauen in Führungspositionen hat, weil kennen die das genauso gut, das ist klar. Aber wir haben ganz viele andere Vorteile, die wir einsetzen können im Job. Und ich bin vielleicht auch in der Art, dass die gute Fee ist vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen das Maskottchen von vielen. Also ich kenne inzwischen so viele Leute von der ganzen Welt.
wo ich immer wieder gerne sehe, wo immer sagen, ah, du bist noch da und du bist irgendwie so, bist inzwischen so ein bisschen, ja, so eine Bezugsperson geworden. Ob jetzt das Frau oder Mann ist, ist eigentlich gar nicht relevant. Ja. Ich habe ein Zitat gefunden von Oscar Wilde, und zwar betreffend Frauen, Erfolg und Männerwelt vielleicht. Und da heisst es nämlich, niemand hat in dieser Welt wirklich Erfolg, wenn er nicht Frauen hinter sich hat. Ja. Sepp Blatter hat mehrere Frauen neben sich, hinter sich, bei sich. Eine von denen bist du natürlich als Direktorin vom Head Office, kann man sagen, Executive Head Office. Mhm. Eine andere ist seine Tochter, die Corinne. Mhm. Und er hat sicher noch andere Frauen, die ihn unterstützen. Ja. Die Damenwelt, die Frauenwelt, wie dienst du dich zusammen koordinieren, dass der Sepp Blatter eben möglichst optimal unterstützend? Also koordinieren ist natürlich klar. Mit Corinne kennen wir kennen einander von klein auf. Das hilft natürlich euch. Wir reden die gleiche Sprache. Also Walliserdeutsch, wo noch nicht Menge in FIFA uns redet. Und das macht es euch häufig einfacher, wenn du die gleiche Sprache redest, mal in Anführungszeichen. Und ich glaube, von der Funktion her, als Frau hinten dran zu stehen, wir haben vielleicht noch ein bisschen die Finesse, die wir reinbringen können. Also, ganz banal gesagt, sage ich vielleicht mal dem Präsidenten vor einem Auftritt, sage ich, das würde ich vielleicht besser so sagen, es klingt ein bisschen weniger hart. Oder tun wir mal die Krawatte richten oder ab und mal irgendwie den Schweiß abputzen. Das sind alles Sachen, die man und Mann ja nicht macht. Und das ist auch ein Teil unserer Aufgabe. Und ich finde, wir sehen uns alles mit anderen Augen. Und ich finde einfach, das ist eine gute Balance. Oder? Und die Frauen haben vielleicht ein bisschen mehr Intuition oder lernen das ein bisschen mehr laufen. Und ich muss sagen, jetzt geht der Präsident, der Sepp, hört euch auf das. Er ist euch ein freier Fan in dem Sinn. Er ist euch gerne mit Frauen. Wir haben vier Frauen in unserem Team, wo er tagtäglich zusammen arbeitet und bei uns ist. Und er hat Spass und der Austausch ist da. Und er spürt das eben auch so, glaube ich. So die Intuition und das Flair, das wir vielleicht noch reinbringen können. In eher harte Welt von den Männern und Fußballer. Als Direktorin vom Executive Office vom Präsident bist du so etwas wie die rechte Hand vom Sepp Blatter. Mhm. Hat er dann manchmal auch zwei linke Hände? Ja, wir sagen immer rechte Hand, linke Fuß, rechte Fuß. Wie soll ich sagen? Es ist ein Ergänzen. Wenn ich heute bin, habe ich ihm viel dem Sepp zu verdanken. Er hat mich häufig mal ins Wasser geschossen. Und ich musste schwimmen und das hat mir auch gut getan. Und ich habe heute so viel gelernt, dass ich heute in einer Welt mich bewegen kann, wenn ich mir nie hätte vorstellen können. Aber rechte Hand, das ist immer so ein Ausdruck. Ich glaube, es ist je nach Situation, ist man sicher die rechte Hand, mal ist man der linke Fuß. Aber die Zusammenarbeit und das Verständnis müssen da sein und der andere einfach zu spüren und wissen, wie er es will haben oder was er meint oder... Braucht ihr nur ein Stichwort, oder? Mhm. Und der ist eigentlich schon die rechte Hand, respektive der rechte Fuß. Also, dass man das Ziel erreicht und eben die Sachen kann erreichen, die man will, oder? Und das Häufen ist halt auch, spüre ich eben, wie gesagt, sportpolitische Sachen. Aber es ist nicht immer nur der Fußball. Wir reden nicht nur über Spielregeln, weil es gibt eben noch andere Nebenschauplätze im Fußball, die aber genauso wichtig sind. Die ganzen Kontakte mit diesen Verbänden. Das sind 209 Länder auf der Welt, wo wir kommunizieren tagtäglich. Also in vier Sprachen mit x Mentalitäten. Das kommt alles ein bisschen dazu. Darum ist für da müssen wir einfach. Das ist ein Team. Also rechte Hand, linke Füße, wie gesagt. Aber wir sind einfach ein Team und das macht es eigentlich wahrscheinlich uns. Der Sepp Blatter ist ein absoluter Erfolgsmensch. Das bist du in dem Sinne neu mit der Funktion, die du jetzt ausübst, weil du dich ja schon emporgearbeitet in der FIFA. Was bedeutet für dich persönlich Erfolg im Leben? Ich glaube, Erfolg ist, wenn du etwas machen darfst, was du gerne machst, dann hast du es irgendwie erreicht, dann hast du Erfolg. Weil ich sage, wenn ich heute Morgen heute aufstehe, dann ist das für mich nach wie vor ein Privileg, in FIFA zu arbeiten. Es ist so, ich hatte sicher ein hartes Jahr, ich musste mich durchkämpfen, weil es war ja häufig mal nicht einfach als Walliserin. Und ja, aber da die Walliserin und die Protégé von Blatter und so weiter. Ich musste mich wirklich durchsetzen. Und ich glaube, es hat sich gelohnt, mal auf die Zahnbiss zu beißen. Das haben wir auch gelernt im Wallis. Wir haben auch gelernt kämpfen. Wir hatten im Sport und haben es eben im Alltag auch gehabt. Und der Erfolg, glaube ich, macht es
mach nicht schlussendlich das, was du machst, sicher musst du ein gewisses Ding dir beitragen, aber der Erfolg an und für sich ist das Gesamte, finde ich, wo, dass du das Durchhaltewillen hast, dass du etwas kannst erreichen und etwas weitergeben. Also mein Job heute ist ein Haufen, was ich weitergeben kann, also helfen kann. Wenn ich heute einen Brief bekomme aus Kamerun und da ist irgendein Fußballfan, dann schicke ich dem heute noch ein Fähnchen an einen Schlussleicher. Und zwar persönlich schreibe ich das Kuvert anschreiben. Also das sind so Sachen, und dann hast du wieder natürlich ganz andere Sachen und Probleme. Du musst studieren und etwas vorbereiten und Sitzungen vorbereiten. Alles das, ich sage jetzt Paket, Erfolg. Ja, der Sepp sagt immer, der Neid der anderen ist der Gradmesser deines Erfolgs. Ich habe es jetzt zum Glück noch nie so gespürt, weil ich will es auch nicht spüren, weil ich denke, ich mache meinen Job und das mache ich gerne nach wie vor, solange ich kann, und gebe gerne weiter, und was ich gelernt habe. Trotzdem ist sicher ein gewisser Stolz dabei als Oberwalliserin, in der grossen Welt vom Fußball mit dem anderen Oberwalliser dürfen an der Spitze zu stehen? Ja, natürlich. Also das ist natürlich einmalig. Und wie gesagt, ich habe viel gelernt und viel erleben und nach wie vor erleben. Für mich ist, wie soll ich sagen, wie gesagt, wenn du vorgesagt hast, die Mentalität, die halt stimmt, die Welle, die halt stimmt, du kannst so viel erreichen, wenn du einander verstehst und Mentalität und du weißt, was der andere meint. Das macht sehr viel aus, weil du bist wirklich 8 bis 10 Stunden oder mehr am gleichen 100 Quadratmeter oder 50 Quadratmeter. Das ist halt schon sehr, sehr wichtig, dass das funktioniert. Und dann gibt es auch mal einen Rumpel da und dann muss man wieder ausreden. Und das ist schon im Leben so. Und ich denke, ja, das ist jetzt sicher auch ein Zufall. Wie gesagt, wenn ich dazu gekommen bin, damals, als ich den Sepp wollte, für Referenz, arbeite ich heute mit ihm jeden Tag und habe nach wie vor Spass daran. Und wir haben Tag am Morgen, was ist im Wallis gelaufen, was ist im Wallis Fußball gelaufen, was steht im Walliserboot. Zuerst, wenn ich mache, morgen bringe ich ihm den Walliserboot. Und das habe ich ihn schon gelesen oder er schon gelesen. Und dort haben wir noch uns gerade ein bisschen zusammenpendeln und dann geht es wieder weiter. Also es ist von dem her, Oberwalliser, ja, wir haben Haufen Niederhalt, das ist normal, aber wir leben mit dem. Und dass wir immer noch da sind, zeigt, dass wir es nicht so schlecht machen. Also. Kann man sicher sagen, das ist ganz klar. Was sind das die schönsten oder das schönste Erlebnis jetzt in deiner Funktion? Oder du bist jetzt 25 Jahre jetzt in der FIFA mit dabei. Was sind die schönsten Erlebnisse oder vielleicht das schönste Erlebnis? Mhm. Das ist noch schwierig. Also ich hatte wirklich viel Privilegien gehabt, viele Leute treffen. Einer ist ganz klar, also der Mandela. Persönlich habe ich es gesehen, er war bei uns im Büro, ich konnte mit dem noch reden, mit dem konnte noch ein Stück spazieren. Also es ist natürlich einmalig. Der Moment hat man es, glaube ich, nicht so geschnallt. Und wenn man heute so darüber nachdenkt, ist das schon wahnsinnig gewesen. Das sind halt die grossen Begegnungen, klar, auch viele grosse Spieler und alles, die heute fast Freunde sind worden daraus und so. Ein Kofi Annan, ein Papst damals und so, das sind natürlich Sachen, die man nicht erlebt in einem normalen Job. Das ist mir schon sehr bewusst und ich schätze es umso mehr. Also nach wie vor, jemanden zu treffen, der interessant und wo wir auch, ja, wo Vorbilder sind im Leben, wo man etwas lernen kann von denen, und das ist mir nach wie vor sehr wichtig. Und da habe ich eigentlich, das meiste aus dem habe ich so draus. Ich habe im Büro eine Fotowand, wo einfach alles, was quer kommt, einfach drankleben. Das ist von der Familie bis eben zum Kofi Annan alles dran. Also das heisst, dass mir das alles eigentlich gleich wichtig ist. Also nicht nur jetzt da die Promis und die Leute, die ich treffe, sondern auch die Familie, die hinten dran ist. Und die ganze Umgebung, die wichtig ist. Also, klar, aber wie gesagt, die gewissen Begegnungen sind einmalig. Das ist klar, das ist mir schon bewusst. Und das werde ich sicher nie vergessen. Und würde ich vielleicht einen Tag später erzählen. Ja. Es hat sicher auch schwierigere Zeiten gegeben in der FIFA, mit dem Sepp Blatter, für den Sepp Blatter, gegen den Sepp Blatter und so weiter und so fort. Wie hast du die Zeit erlebt? Ja, gleich schwierig wie alle mal drumherum waren. Also es ist einfach, wenn man ein bisschen Fairplay gelernt in dem Leben und jemand weiss, was Anstand ist, dann hat man Mühe gehabt mit der Geschichte, mit diesen Geschichten. Das war grausam. Wir haben 98, hat schon die erste Wahl. Also die Wahl war schon brutal. Man kann sich gar nicht vorstellen, als so normal denkender, anständiger Mensch durch die Welt ist, was teils Menschen fähig sind zu machen. Oder? Aber es sind alles Erfahrungen, die wir hatten und alles Erfahrungen, die wir gekämpft und haben es gemacht und haben zusammengehalten.
Und das ist im 2-2 nochmal brutal geworden. Aber auch da, der hat mal eins mehr Energie gehabt und den Trainer aufgestellt. Und dann hat wieder der andere gesagt, hey, ich mache nicht mehr den Seich. Und jetzt ist fertig und das Lever's. Und dann hat wieder der andere einander aufgestellt. Also wir sind immer eigentlich durch die Momente schon immer zusammen durchgegangen. Und eben der Kampfgeist, den wir einfach haben, auch als Walliser, dass wir einfach stehen nicht hey, lassen wir Butter, weil wir gesagt haben, klar, jeder hat Anrecht auf die Position, aber wir haben schon ein Programm gehabt, wir haben gewusst, was er machen wollte, wir haben das eben genau seine Missionen und Visionen gehabt. Und da haben wir mitgeschreckt und da waren wir das Team, das ihn unterstützt hat. Das war halt wichtig für ihn halt. Er hätte das ja nicht allein kennen. Und wie gesagt, man vergisst. Man ist zum Glück, man vergisst das Schlechte sehr schnell. Und das Gute bleibt in Erinnerung. Und so ist es. Weil es sind viele Leute, die wir nachher weitergeschafft haben zusammen. Also nach wie vor heute. Wir arbeiten ja mit all diesen Leuten eigentlich weiter. Und da ist natürlich auch eine grosse Gabe vom Sepp, dass er einfach das ad acta legen kann und sagen, das war der, der hat gekämpft, jetzt müssen wir arbeiten. Und da habe ich auch viel gelernt mit dem Zusammenhang. Dass du nicht nachtragend bist, dass du einfach sagst, Produkt Fußball oder der Fußball ist im Mittelpunkt und nicht das politische Geplänkel. Wenn das einmal durch ist, ist es vorbei. Und dann könnte man weiterarbeiten. Kann man sagen, ihr kämpft hier in einer harten Welt, vor allem vielfach in einer harten Männerwelt. Du hast super Leute kennengelernt, du hast mir ein paar Namen aufgezählt, unter anderem Kofi Annan und so weiter, Mandela. Das sind alles Männer. Bist du eine spezielle Männerkennerin geworden in diesen Jahren? Aber in der Männerwelt, vor allem der Fußball regiert. Ich weiß nicht, ob das schon früher immer war. Ich hatte nie so dicke Freundinnen. Das hatte ich eigentlich gar nicht gehabt. Das ist noch speziell. In der Schule schon bin ich immer mit der Boccia. Ich habe nicht gerade geschuttet, aber Klassenfest bin ich immer die einzige Frau gewesen. Ich habe einfach irgendwie mit den Männern einfach irgendwie... ist mir interessanter vorgekommen als mit den Frauen, die irgendwie ihre Haare und Nägel haben diskutiert. Und ich habe gerne über Sport diskutiert. Und damals in der Schule und so, ich war immer in der Welt gewesen. Und halt auch daheim. Und ich bin eigentlich auf Eisbahn aufgewachsen, wenn es so will. Und bei euch immer unter Männern gewesen und mit Papa viel unterwegs gewesen. Und also ich glaube, für mich macht das keinen Unterschied. Aber wie gesagt, dann zwei Brüder daheim und dann gehst du nur mal anders um mit der Männerwelt. Ich denke, klar, ich fühle mich sicher auch sehr gut in der Männerwelt, weil du wirst dann irgendwo schon einmal auf Hände drehen und dann bekommst du ein Kompliment und dann wirst du wieder... Das ist alles auch wunderschön, also ich muss das gar nicht abstreiten, das tut auch gut, oder? Aber ich suche das nicht, das ist einfach abnorm. Für mich ist jeder gleich, ob es das Mann oder Frau ist, ist für mich einfach gleich. Das macht mir keinen Unterschied. Also, zum Teil findest du die Männerwelt interessanter, oder hast du gefunden, schon als junge Mädchen? Weil es wäre der interessanteste Fußball, den du jetzt kennst, der dir Eindruck macht von diesen grossen Stars, die man natürlich aus den Medien kennt, aber keiner weiss ja, wie sie echt sind. Ja, man lernt häufig kennen, aber kennenlernen tust du eigentlich nicht. Oder? Das ist klar, das sind je nachdem. Jetzt, zum Beispiel Franz Beckenbauer, der jetzt seit Jahren mit uns verbunden ist und inzwischen wirklich Kollege und ein Freund geworden ist. Das ist nicht automatisch so. Es ist einfach uns gegenseitig sich kennen oder Wellen kennenlernen oder Spass haben, einmal etwas zu unternehmen oder einmal einen Gefallen zu tun. Ich glaube, das macht auch ein bisschen Mentalität uns und nachher auch die Sprache. Ich meine, ja, irgendwie macht es... Es ist schwierig. Es ist... ja, sicher, von diesen Begegnungen ist sicher der Franz inzwischen der Freund, ein Kollege geworden aus all diesen Begegnungen, ja. In zwei Jahren geht das Rennen wieder von vorne los. Vielleicht geht es noch zwei Jahre und dann ist Schluss. Vielleicht geht es auch noch sechs Jahre. Wer weiß das heute? Der Sepp Blatter hat sich noch nicht geäussert, wie lange er seine Funktion weiter wird. Aber wo geht es für dich nachher weiter? Man kehrt aus dem Gespräch, du bist sehr sportbegeistert. Hobbys ist vor allem in der Sportwelt anzusiedeln. Du hast dich beim Skiverband damals beworben. Was heisst das? Man könnte vielleicht sogar einen Transfer in so in zwei oder in sechs Jahren beim Schweizer Skiverband. Wer weiß, also bin ich mit 20. Mal schauen. Also, mal schauen, was noch alles kommt. Also ich bin offen für alles. Ich muss ehrlich sagen, also für mich ist jetzt, was zählt. Und in einem Jahr ist ein Jahr und in zwei Jahren ist in zwei Jahre. Und jetzt sind wir da, jetzt arbeiten wir für das, was wir wollen, vielleicht gewisse Sachen abschließen. Es hängt alles vom Sepp ab. Wenn er Lust hat, weiterzumachen, dann ziehen wir der Karre weiter.
Und sonst wird es etwas anderes geben. Also sicher irgendetwas im Sport oder komplett etwas anderes, wenn ich mir auch vorstellen kann, mal irgendetwas total anderes zu machen. Und der Sepp haben wir mal so im Gaudi gesagt, wir könnten irgendwie so ein Bergbett züchten. Wer weiß, irgendwann machst du das vielleicht noch. Also das weiß ja nie. Also wir leben jetzt und arbeiten jetzt. Und den Rest überlegen. Also gar nicht grosse Pläne. Und dabei wünschen wir natürlich der Christine Botta-Salzmann weiterhin viel Glück, viel Zufriedenheit und natürlich auch weiterhin viel Erfolg, wie sich das gehört in der FIFA neben Sepp Blatter. Danke, dass ihr zugeschaut und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.